Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Heute werden wir uns mal mit einem ganz anderen Thema befassen. Das, was ich jetzt hier mache, wird praktisch das zweite Gleis sozusagen meines Kanals. Also das Hauptgleis wird weiterhin sein, die Spur TT. Oder die Modellbahn. Und nebenbei werde ich jetzt hier ein Tagebuch eröffnen, das mit der Überschrift daherkommt, Wartburg 311. Ja, wie komme ich jetzt dazu oder darauf oder warum mache ich das? Was soll das? Ich glaube, da muss ich jetzt etwas klein wenig weiter ausholen in der Geschichte. Ich habe 1986, meine 85, 86, müsste ich jetzt lügen? Weiß ich gar nicht mehr so genau, das ist so ewig her. Aber ich denke, das war 85, so Mitte Sommer 85 war das. Habe ich meine Zelte in Dachwig aufgeschlagen. Das ist ein Ort, der ca. 25 Kilometer von Erfurt weg, liegt zwischen Erfurt und Bad Langensalza, so ziemlich mittig. Meine damalige Frau, wegen meiner damaligen Frau bin ich dorthin gezogen. Mein nun längster und allerbester Freund Klaus, auch wegen seiner Frau dorthin gezogen. Und dort in Dachwig haben wir uns kennengelernt, 85, 86, 86 rum. Und in Dachwig gab es, kann man so sagen, vielleicht ja doch eine 311er-Clique. Also da gab es einen gewissen Kern, die hatten alle 311er Wartburgs und ja. Und Klaus hat sich damals von denen auch ein bisschen inspirieren lassen und hat sich einen Wartburg 311 gekauft. Sein allererster Wartburg, das war ein Spaßmobil, kann man so sagen. Ja, wenn man die Kurve gefahren ist, ist die Beifahrertür aufgegangen. Musste mal aufpassen, dass man nicht rausfällt. Wenn wir dann längere Touren oder überhaupt gefahren sind, zum Schluss waren da immer eine Schraubzwinge dran. Und irgendwann haben wir dann halt angefangen, das Auto zu restaurieren. Also es war immer sein Auto, aber wir haben es immer zusammen gemacht. Und diesmal ist es wieder genauso. Also er hat jetzt einen 311er aufgetrieben. Der ist sehr gut im Blech. Da braucht er keine Schraubzwinge für die Tür. Der ist wirklich tippitoppi, also blechtechnisch. Aber optisch und ja, das halt, ist halt eine Restauration. Ist ein altes Auto, ist Baujahr 65. Für einen sehr guten Preis bekommen. Und wir haben uns vorgenommen, dieses Auto wieder zu restaurieren. Das erste Auto, was wir restauriert haben, 85, 86, 87, dann so, glaube ich, so mit 88 war das dann, glaube ich, fertig mit allem drum und dran. Ja, da haben wir auch also die Karosse vom Rahmen genommen, alles Mögliche, also wirklich komplett, das Auto war wirklich bis auf die letzte Schraube auseinander und dann wieder zusammengebaut. Und das wird wohl jetzt hier wieder genauso werden. Bloß, dass an dieser Karosse halt keine Schweißarbeiten und sowas nötig sind. Die ist wirklich tippitoppi in Ordnung. Da ist nirgendwo ein Loch, nichts. Die ist wirklich einwandfrei. Eine kleine Beule in der Tür, die muss man halt mal rausziehen. Aber ansonsten alles kein Problem. Also, ja, und da die Vorgeschichte kennt er nun. Und das ist eigentlich eine neue Auflage. Zweier alternder Männer, die ihre Jugend nochmal Revue passieren lassen, aber das halt in live. Ja, so kann man es eigentlich formulieren. Also, ich werde euch immer mal Stichprobe halber oder Stichprobe halber immer mal ein Stückchen mitnehmen. Deswegen 311er Tagebuch. Euch zeigen, was wir da so machen. Und
Es können längere Pausen dazwischen sein. Das Auto wird, das wird jetzt nicht so betrieben, wie wir es damals gemacht haben, weil erstens mal hätte es, hat es Klaus damals, ja gut, es hat trotzdem über ein Jahr gedauert, bis wir das fertig hatten. Aber Klaus hat es dann halt auch gebraucht, um auf Arbeit zu kommen, dass er dann nicht mehr im Winter mit dem Motorrad auf Arbeit fahren musste. Und ja, und damals waren wir eigentlich jedes Wochenende an dem Auto. Und da waren wir auch jung und frisch und knusprig und gut drauf. Und das Auto stand bei seinem Schwiegeropa sozusagen, also von seiner Frau, dem Großvater, in der Scheune. Logischerweise war die Scheune nicht beheizt, die waren aber trotzdem im Winter fast jeden Tag oder fast jedes Wochenende da unten. Und damals waren Winter noch Winter, also da war es noch frisch um die Nase, aber wir haben das Auto gut fertig gekriegt damals, ja, und jetzt sollte es halt eine neue Auflage werden davon. Für Klaus ist es eine Wertanlage mit zum Beispiel, und für mich ist es einfach mal wieder, was heißt Grobmotor? Ja doch, ein bisschen grobmotoriger wie an der Modellbahn zu arbeiten. Also mal wieder schwarze Hände zu haben nach der Arbeit. So, wie früher halt. Einfach Revue passieren lassen, die ganze Sache. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Jetzt kommen ein paar Bilder hinterher von dem, was wir, wo wir es geholt haben. Als wir das erste Mal dort waren, vielleicht noch zur Vorgeschichte der Bilder. Als wir das erste Mal dort waren, haben wir uns das Auto angeguckt. Der Mann, der das Auto verkauft hat, wollte ihn eigentlich selber aufbauen. Er ist aber jetzt 70 und ja, eines sagen, jung und aber er hat jetzt die Prioritäten darauf gesetzt, jetzt gerade als Rentner mit seiner Lebensgefährtin auf Reisen zu gehen. Also sie wollen halt noch ein bisschen was von der Welt sehen. Wollen jetzt mit dem Wohnmobil nach Norwegen und alles sowas. Und ja, er hat halt, irgendwo geht man halt, stellen sich die Weichen im Leben, und wo man dann sagt, gut, das ist jetzt die Priorität oder das ist die Priorität. Und bei ihm war es halt die Priorität, es lieber zu reisen, als jetzt noch 2-3 Jahre in der Halle zu sitzen und das Auto zu restaurieren. Und ja, deswegen hat er diesen Wagen verkauft. Und zu unserem Glück, würde ich sagen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und vielen Dank für euer Interesse. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Kommentar ist nicht schlecht. Abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und dann bis dann. Tschüss, euer Werner.
Was runterlegen, machen wir eine, lass mal eine drin und legen dann. Die hebt nicht so, oder? Da rutscht es weg, oder? Noch ein Hölzchen da, oder? Ich denke, die Hölzchen. Das hat sie. Ja. Das ist doch noch ein Hölzchen. Das ist doch noch ein Hölzchen. Ja.